Nach 7 glücklichen Ehejahren wird Linda Radesmann Mario plötzlich zum Tyrannen. Er fordert die Scheidung, hat eine neue Freundin und will Linda aus dem Haus ekeln. Anwältin Brigida Braun lässt den Ehemann von Privatdetektiv Ronny Bauer beschatten. Sie vermutet, dass Mario seine Frau nur provozieren will. Und siehe da, die angebliche Freundin entpuppt sich als Escortdame. Oder? Es tut mir leid. Also das kostet dann auch noch mal extra. Ich meine, alte Schulfreunde hin oder her, aber ich kann nicht immer alles zum Freundschaftspreis machen. Also meine Chefin tötet mich. Ja, kein Problem. Wir machen ja nur ein paar Selfies, ja? Okay? Okay. Also guck mich ein bisschen verliebt an und gib mir einen Kuss irgendwie so und dann müsste das reichen. So. Ja, genau eins. Super, müsste reichen. Okay. Cool. Danke dir. Danke. Ich habe zu danken. Und es wäre noch so eine Sache. Ich würde gerne, dass meine Frau uns erwischt beim Sex. Ist das okay für dich? So in flagranti? Solange sie mir nicht an den Hals springt? Keine Angst, dazu ist sie gar nicht in der Lage. Sie wird einfach nur völlig fertig sein und sauer auf mich sein. Das wird aber richtig teuer, ist ja klar, oder? Geht klar trotzdem. Okay, einverstanden. Perfekt. Sag Bescheid, wann ich zu dir kommen soll. Ja, perfekt. Okay. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Na, verkehrte Welt. Andere Männer bezahlen Leute, um ihre Affären zu vertuschen. Herr Rade bezahlt allen Ernstes eine Escort-Dame, um eine Affäre vorzugaukeln. Also wir sind einen entscheidenden Schritt weiter. Aber was das Ganze soll, verstehe ich nicht. Linda versteht das merkwürdige Verhalten ihres Ehemannes überhaupt nicht mehr. Als sie nach der Arbeit im Blumenladen nach Hause kommt, wird sie erneut von Mario gedemütigt. Sie muss mit ansehen, wie sich ihr geliebter Mann ein Leben ohne sie aufbaut. Sag mal, hast du sie noch alle? Wieso denn? Sieht doch gut aus. Mario, warum tust du mir das eigentlich an? Du hast doch jetzt alles, was du wolltest. Du hast deine blöde Trulla, ziehst diese Scheidung durch. Das tut weh, Mann. Kannst du mich mit diesem Scheiß mal in Ruhe lassen? Das gibt's ja wohl nicht, ey. Wenn du dich dadurch provoziert fühlst, dann ist das dein Problem. Ich habe dir ganz klar gesagt, was Sache ist. Da fehlen mir echt die Worte. Dies ist auch mein Haus, ja? Und ich kann dir machen, was ich will. Du bist doch eh bald weg. Geh doch zu deiner Anwältin. Ja. Du Arsch, das werde ich jetzt auch machen. Ich habe nämlich einen Termin bei ihr. Leck mich! Linda hat kaum noch Hoffnung auf ihr Liebesglück. Wütend macht sie sich auf den Weg zur Anwältin Brigida Braun und läuft ihr geradewegs in die Arme. Denn die Juristin hat für ihre Mandantin wichtige Nachrichten. Es ist so gut, dass Sie da sind. Der dreht da drinnen völlig durch. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich machen soll. Ja, mir fehlen die Worte. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Erzählen Sie eins nach dem anderen. Ich komme hier nichts Böses an nach Hause. Er will nur meine Ruhe. Und dann hängt er da drin doch tatsächlich irgendwelche Fotos von sich und seiner neuen Trulla auf. Apropos Bilder, gutes Stichwort. Ich habe nämlich auch eins. Bilder. Ein Bild. Und das dürfte Sie interessieren. Gucken Sie sich das einmal an. Da ist Ihr Mann und das ist diese Anna, das ist diese Trulla. Ja. Hm? Das ist eine Escortfrau. Er bezahlt sie dafür, dass sie ihnen die Affäre vorspielt. Darüber Was? Hinaus habe ich recherchiert, die beiden kennen sich von Kindesbeinen an. Da ist nichts, ich schwör's Ihnen. Aber was soll denn das? Gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß nur, dass es so ist. Warum es so ist, weiß ich noch nicht. Mein Privatermittler wird auch das in Erfahrung bringen. Ja, gut. Wenn es erstmal alles war, dann gehe ich jetzt wieder rein. Ja. Ist das für Sie in Ordnung? Okay. Ja. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Danke schön. Ja, Wiedersehen, Frau Braun. So seltsam das auch alles klingt, anscheinend hat mich mein Instinkt doch nicht im Stich gelassen. Ich habe Mario das von Anfang an nicht abgekauft, dass es seine Freundin ist. Ich meine, jetzt wo ich weiß, dass es doch nicht seine Geliebte ist, tut das alles nicht mehr ganz so doll weh. Aber trotzdem muss ich unbedingt herausfinden, was hinter dieser ganzen Show steckt. Auf dem Weg zu ihrem Blumenladen am nächsten Morgen grübelt Linda, warum Mario ihr mit allen Mitteln beweisen will, dass er sie nicht mehr liebt. Plötzlich steht schon wieder ein fremder Mann vor ihr, genau wie vor 2 Tagen. Aber dieser ist ziemlich aufdringlich. Entschuldigung, wir haben noch nicht geöffnet. Na siehste, du siehst ja noch besser aus als auf den Fotos. Fotos? Was für Fotos? Was meinen Sie? Wir kennen uns, hallo? Seit wann duzen wir uns? Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Ach Spielchen, das ist ja auch süß.
Können Sie bitte aufhören, mich anzufassen? Das muss ein Irrtum sein. Ich möchte Sie bitten, jetzt meinen Laden zu verlassen. Was soll ich machen? Wieso? Sie sollen gehen und zwar sofort. Ansonsten rufe ich die Polizei. Ach komm schon, wir lernen uns doch gerade noch ein bisschen kennen. Ich habe überhaupt keine Lust, Sie persönlich kennenzulernen. Hören Sie auf, mich anzufassen. Das klang aber miteinander noch ganz anders. In den Mails. Du hast mir geschrieben, wir kennen uns. Klickt sie. Bitte gehen Sie jetzt. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ey, Freunde, wo wir gerade dabei sind. Ey, Alter, was? Ey, du siehst doch, was die Lady, Alter. Wenn wer auf deine Bekanntschaft legt. Raus! Komm, ey, hau ab! Geht's dir gut? Hat er dir wehgetan? Nein, mir nicht wehgetan. Kein Vergleich, wie sehr du mir wehgetan hast. Gut, dann kann ich ja wieder gehen. Mario, warum warst du denn überhaupt hier? Wieso hast du mir so schnell geholfen? Ich war gerade zufällig hier in der Gegend, weil ich was erledigen musste. Und, na, das hat nichts mit dir zu tun. Also dann. Warte, du liebst mich doch noch, oder? Gib's zu. Etwa, weil ich dir gerade geholfen habe? So ein Quatsch. Das würde ich für jede Frau tun. Bilde mir nichts drauf ein. Und das soll ich dir glauben? Mario kann mir 100-mal erzählen, dass er mich nicht mehr liebt. Ich spüre das doch. Und eigentlich war er da und hat mir geholfen und hat diesen Typen rausgeworfen. Der hat mir ganz schön Angst gemacht. Es ist total komisch. Es ist schon das zweite Mal, dass jemand behauptet, ich hätte eine Kontaktanzeige geschaltet. Ich muss sofort meine Anwältin anrufen und ihr das mal erzählen. Anwältin Brigida Braun ergreift sofort Maßnahmen, um ihre Mandantin vor weiteren Belästigungen durch diese mysteriöse Kontaktanzeige zu schützen. Sie hofft, dass sie den Inserenten schnell findet und beruhigt ihre verängstigte Mandantin. Schauen Sie mal, das ist diese Kontaktanzeige. Also sie ist eigentlich sehr freundlich und nett gehalten. Ja, aber wer macht denn sowas? Und vor allen Dingen warum? Also vor allen Dingen das Warum werden wir erst herausfinden, wenn wir wissen, wer diese Anzeige aufgegeben hat. Wessen Motivation das sein kann. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, das macht mir irgendwie Angst. Ich finde das total gruselig. Das habe ich mir gedacht, Frau Rade. Also mir wird es genauso gehen. Und deswegen habe ich auch sofort Kontakt zu dem Webseitenbetreiber aufgenommen. Ich habe ihm die Sache geschildert, ich habe ihm erzählt, worum es geht. Er war sehr kooperativ, hat sofort reagiert, hat die Anzeige aus dem Netz genommen, die ist nicht mehr abrufbar. Okay, aber gibt es denn eine reelle Chance, wirklich rauszufinden, wer die Anzeige ins Internet gestellt hat? Ja, die gibt es. Und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder wird der Webseitenbetreiber mir das sagen. Unter Umständen wird er sich weigern wegen des Datenschutzes, das kann sein. Sollte das so sein, werde ich bei der Staatsanwaltschaft natürlich sofort Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten. Die Staatsanwaltschaft muss dann von Amts wegen ermitteln und über diesen Umweg werde ich dann erfahren, wer dafür verantwortlich zeichnet. Okay, ja? Gut, das klingt ja erstmal in Ordnung. Ja. Ich danke Ihnen, ja? Nichts zu danken, es ist mein Job. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass der Ehemann meine Mandantin diese Anzeige aufgegeben hat. Das würde natürlich auch zu seinen Anstrengungen passen, die Ehe auf Biegen und Brechen zu beenden. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass er ihr damit nicht schaden wollte. Seine eigentlichen Motive sind für mich immer noch im Dunkeln. Ich muss einfach dranbleiben. Zu Hause ist die Situation der Eheleute Rade im Ausnahmezustand. Während Linda immer noch nicht an die Trennung glauben will, verhält sich Mario weiterhin gefühlskalt. Von Anwältin Brigida Braun erfährt Linda, dass der Inserent der Kontaktanzeige über die IP-Adresse nun ermittelt werden konnte. Es ist ihr Mann. Ich verstehe. Ja. Mhm. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Hey, ich wollte das noch sehen! Erklär mir das mal lieber mit der Kontaktanzeige. Was denn für eine Kontaktanzeige? Jetzt tu doch nicht so scheinheilig. Ich weiß ganz genau, dass sie von hier hochgeladen wurde. Also kannst es ja nur du gewesen sein. Okay. Also naja, ich dachte, du bist vielleicht besser dran ohne mich. Mit jemandem, der dich liebt und der für dich da ist. Ich will doch einfach nur das Beste für dich. Was ist denn los mit dir? Warum spielst du mir denn so ein Theater vor? Mann, ich weiß doch ganz genau, dass du mich liebst. Und jetzt stellst du eine Kontaktanzeige für dich und willst mich mit irgendeinem Typen verkuppeln? Mann, Mario, jetzt sag was. Ich will eine Erklärung.
Ich verstehe einfach nicht, warum Mario mir nicht die Wahrheit sagt. Hat er etwa Dreck am Stecken? Und sein Verhalten ist doch echt merkwürdig. Und jetzt tut er auch noch so, als wenn ich ihm scheißegal wäre. Und hetzt mir fremde Männer auf den Hals. Das ist so schräg. Anwältin Brigida Braun will herausfinden, weshalb Lindas Ehemann sich so seltsam verhält. Dazu ist Privatdetektiv Ronny Bauer Mario auf den Fersen zu einem Notar. Er tarnt sich als Klient und hofft so, Marios Anliegen zu erfahren. Hallo, Herr Rade. Wie geht's Ihnen? Herr Rügel erwartet Sie schon. Die können direkt durchgehen. Hallo. Ich bin sofort bei Ihnen. Herr Rade, da sind Sie ja. Kommen Sie rein. Frau Sichel, bringen Sie mir bitte Herrn Rades ab. Ja, bringe ich sofort. Ach, hey. Ich krieg gar keine Luft. Haben Sie ein Glas Wasser für mich? Ja, vielleicht? Klar, bringe ich Ihnen. Das wäre toll. Dankeschön. Privatdetektiv Ronny Bauer nutzt das Ablenkungsmanöver, um einen Blick in Marios Akte zu werfen. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Lindas Ehemann sein Testament heute beim Notar ändern lassen will. Damit hat der Ermittler alle wichtigen Informationen, die er haben wollte, und windet sich geschickt aus der Situation. So, geht's wieder? Bitte schön. Ja, schon muss ich besser, danke. Ach Gott. Und Sie wollten einen Termin machen, oder? Ja, ich wollte eigentlich einen Termin machen. Ich glaube, wir werden eingefangen. Ich würde mal zum Arzt gehen erstmal. Ne? Okay. Also, Dankeschön. Alles gut. Tschüss. Okay, gut. Auf Wiedersehen. Ja, das war sehr interessant. In der Mappe mit dem Testament war nicht nur das Testament, sondern auch eine Änderung. Er hat den Alleinerben von seinem Bruder auf seine Frau Linda geändert und war wahrscheinlich jetzt gerade hier, um das zu unterschreiben. Das werde ich direkt Frau Braun mitteilen. Mal sehen, was sie dazu sagt. Detektiv Ronny Bauer legt Brigida Braun seine Ergebnisse vor. Für die Juristin wird Marios Verhalten immer mysteriöser. Er will seine Frau rausekeln, kündigt seinen Job und ändert das Testament zu Lindas Gunsten. Was bezweckt er damit? Wenn der Bruder nicht mehr im Testament steht, dann ist sie als seine Ehefrau automatisch Alleinerbin. Also was soll denn das Ganze? Es sei denn? Ja, sie sind geschieden, aber erstmal sind sie es nicht. Noch nicht. Das ist auch noch nicht alles. Also ich bin ja noch ein bisschen an ihm dran geblieben. Und okay. Dann war er in der Apotheke. Da kann man da wieder raus, riesen Karton Medikamente. So kann man jetzt nicht erkennen, was draufsteht, aber ich kann da mal ein bisschen reinzoomen. Guck mal. Capecita Wien. Onkovis. Onkovis, warte mal. Guck mal. Terminal Krebs. Das ist ein Medikament, das man Krebspatienten verabreicht, ja. Und jetzt verstehe ich alles. Er hat Krebs. Er will sie nicht belasten. Mit seiner Krankheit, deswegen will er die Scheidung. Wenn sie aber geschieden sind, wäre sie nicht mehr Alleinerbin. Und deswegen das Testament. Oh. Er will sie unbedingt versorgen. Er ist besorgt. Deswegen hat er sie als Alleinerbin eingesetzt. Das erklärt sein merkwürdiges Verhalten, auch seine Erkrankung, alles das. Ja, passt alles zusammen. Okay. Also, ich meine, so tragisch das ist, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir da weitergekommen sind. Allerdings muss ich mit Herrn Rade reden, also umgehend. Ja, pass auf, ich habe den vorhin noch ein bisschen weiter verfolgt. Der hat sich im Park gesetzt mit was zu essen. Das war vor einer Viertelstunde. Also, wenn du dich beeilst, dann kriegst du ihn vielleicht noch. Und das mache ich sofort. Komm, ich muss in die Ecke, ich fahre dich. Fährst du mich? Ja, klar. Perfekt. Komm. Wunderbar. Dankeschön. Es spricht wirklich alles dafür, dass Herr Rade ernsthaft an Krebs erkrankt ist. Also, es tut mir wahnsinnig leid für ihn. Aber jetzt verstehe ich auch die Zusammenhänge. Jetzt verstehe ich auch seine Testamentsänderung zugunsten seiner Frau. Er hält nämlich an seinen Scheidungsabsichten fest, weil er seine Frau mit seiner Krankheit nicht belasten will. Er hat sie zur Alleinerbin eingesetzt, weil er sie im Falle seines Todes nicht unversorgt lassen will. Der Mann liebt seine Frau. I am the promise that you cannot keep. Reap what you sow. Die Anwältin sucht Mario im Spreepark auf, wo der Detektiv ihn zuletzt gesehen hat. Sie will mit dem 33-jährigen Bürokaufmann reden und erreichen, dass Mario seiner Frau Linda endlich erklärt, warum er sie von sich stößt. Schönes Wetter heute, ne? Was wollen Sie denn hier? Gerade ich bin hier wegen Ihnen. Ich denke, wir zwei sollten uns mal miteinander unterhalten.
Worüber wollen Sie denn reden? Über das Wetter? Nein, natürlich nicht, Herr Rade. Ich glaube, ich weiß, warum Sie so sind, wie Sie sind derzeit. Herr Rade, Sie sind krank. Das tut mir so furchtbar leid, Herr Rade. Ja, stimmt. Ich habe Krebs. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber Sie müssen mit Ihrer Frau darüber reden. Nein, das will ich ihr ersparen. Da wird sie schon früh genug herausfinden, wenn ich tot bin. Herr Rade, Ihre Frau liebt Sie über alles. Sie versteht die Welt nicht mehr. Sie versteht nicht, warum Sie sie so schlecht behandeln. Das ist doch nicht fair. Ja, aber darauf kommt es ja gar nicht an. Ich will einfach nicht, dass sie leidet. Dass sie zusieht, wie ich sterbe oder mich pflegen muss oder so. Herr Rade, haben Sie schon vergessen, was Sie sich geschworen haben, als Sie geheiratet haben? Zusammenzustehen in guten und in schlechten Zeiten. Ja, die Zeiten sind jetzt schlecht zugegeben. Aber geben Sie Ihrer Frau doch die Chance, Sie zu verstehen, Ihnen beizustehen, Ihnen zu helfen. Sie liebt Sie. Ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe. Ich bin doch da, Herr Rade. Ich stehe Ihnen zur Seite. Ja, ich helfe Ihnen, aber Sie müssen es Ihrer Frau sagen. Heute noch. Danke, das ist herzlich von Ihnen. Natürlich. Das machen wir jetzt gleich, okay? Okay. Komm. Ich habe Darmkrebs und meine Heilungschancen sind nicht besonders gut. Ich will nicht, dass Linda so früh Witwe wird. Mein Vater ist auch an Darmkrebs gestorben. Und ich musste zusehen, wie meine Mutter leidet. Das will ich Linda einfach ersparen. In a world that's changing, I'm a stranger. Die engagierte Anwältin Brigida Braun begleitet Mario auf seinem schweren Gang, Ehefrau Linda von der Krebsdiagnose zu erzählen. Linda soll endlich erfahren, dass ihr Mann dieses Theater nur gespielt hat, damit sie ihn hasst und seinen Leidensweg nicht ertragen muss. Linda, wir müssen reden. Und ich fühle mich einfach besser, wenn Frau Braun dabei ist. Was ist denn los? Frau Rade, Ihr Mann hat Ihnen etwas ganz Wichtiges zu sagen. Ich habe Krebs, Linda. Was? Darmkrebs, um genau zu sein. Ich weiß es auch erst seit Anfang der Woche. Und das hast du mir nicht gesagt? Es tut mir leid. Ich wollte das Ganze ersparen. Und deswegen behandelst du mich wie den letzten Dreck? Ja, ich kann absolut verstehen, wenn du sauer auf mich bist. Das ganze Theater mit Anna. Aber ich wollte einfach nur, dass du mich hasst. Damit es nicht so schwer für dich fällt, wenn ich sterbe. Und du hast gedacht, mir ist das dann egal, wenn du dann... Und was sollte das überhaupt mit der Kontaktanzeige? Ja, das war eine total dumme Idee von mir. Ich wollte einfach nur, dass du einen tollen Mann kennenlernst. Mario, du bist die Liebe meines Lebens. Ich will doch gar keinen anderen Mann. Und wie könnte ich dich denn vergessen? Ich wollte einfach nicht, dass du so leidest wie meine Mutter, als mein Vater damals auch am Darmkrebs gestorben ist. Das war doch was völlig anderes. Er ist doch nie zur Vorsorge gegangen und er war schon im Endstadion. Mensch, das schaffen wir doch zusammen. Das hättest du mir doch sagen können. Ich lass dich doch nicht alleine. Bei ihrer Hochzeit vor 7 Jahren haben sich Linda und Mario geschworen, dass sie immer füreinander da sein wollen. Auch in schweren Zeiten. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt fühlen soll. Einerseits bin ich so froh, dass Mario mir endlich die Wahrheit gesagt hat, aber andererseits ist es so ein Schock. Er hat Krebs. Aber wir stehen das zusammen durch und ich liebe meinen Mann so sehr, ich lasse ihn auf keinen Fall alleine. Anwältin Brigida Braun hat herausgefunden, dass Mario Rade an Krebs erkrankt ist. Er wollte dafür sorgen, dass seine Frau Linda ihn hasst, damit sie seinen Leidensweg nicht miterleben muss. Doch ihre Liebe ist stark. Und so überstehen sie auch die harte Zeit der Chemotherapie und 2 Operationen.
Ein Jahr später hat Mario den Kampf gegen den Krebs gewonnen. Zur Feier des Tages will das Paar an dem Ort feiern, an dem sie sich vor 9 Jahren kennengelernt haben. Ich möchte mit euch anstoßen. Auf dich, mein Schatz. Und darauf, dass du wieder gesund bist. Nein, Süße, auf dich. Ohne Linda hätte ich das nämlich niemals geschafft. Danke, dass es dich gibt. Du bist die beste und tollste Frau, die man sich vorstellen kann. Und danke, dass du zu mir gehalten hast, als ich mich so beschissen aufgeführt habe. Ich verzeih dir. Und vielen Dank auch an Sie, Frau Braun. Wenn Sie nicht gewesen wären, ich weiß nicht, ob Mario mir jemals die Wahrheit gesagt hätte. Es war einfach nur mein Job. Ich bin glücklich, dass Sie wieder gesund sind und Sie beide insbesondere wieder glücklich vereint. Das ist das Wichtigste. Ja. Und wenn Sie sich wieder fit genug fühlen, Ihre Beförderung wartet natürlich noch auf Sie. Ja. Auf Sie beide! Auf euch! Ich hatte mich damals echt wie ein Vollidiot benommen. Aber Linda hat mich so gut unterstützt während der Chemo und in der ganzen harten Zeit hat sie mich keine Sekunde im Stich gelassen. Aber jetzt mit Linda an meiner Seite weiß ich, dass ich alles schaffen kann. Marios Chancen, für immer von dieser schlimmen Krankheit geheilt zu sein, stehen laut Aussage seiner Ärzte sehr gut. Er arbeitet wieder in seinem Job und das Paar schmiedet erneut Zukunftspläne. Sie wünschen sich 2 Kinder.